Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Dann bitte auf den Let's Play. Also, Ben. So. Eigentlich kann ich die Slabs hier wegmachen. Ach ja. David, lebst du noch? Nee, David ist tot. Oder ermordet. Und Julian said detected. So, bin ich wieder. Er begeht gerade Selbstmord, weil ein Zombie, weil er keine Angst vor Zombies hat. Weil er keine Angst vor Zombies hat? Nee, weil er Angst vor Zombies hat. Ich hab noch was. Was denn? Nordsibirien flirten Frauen, indem sie Männer mit Feldschnecken bewerfen. Was? hallo. Und nochmal was Schönes. Homosexuelles Verhalten kann bei über 1500 Tierarten beobachtet werden. Ja. Wie viele gibt's eigentlich? Dann Katzen. Wie viele Tierarten? Ja. Das würde ich gerne jetzt wissen, wie viele Prozent das sind. Es gibt allein schon Insekten mehrere Milliarden verschiedene Tierarten. Ja, deswegen würde ich trotzdem gerne wissen, wie viel Prozent das sind. Obwohl Milliarden ist vielleicht voll. Ja, viele, aber Milliarden. In Deutschland werden in jeder Minute 342 Kondome verbraucht. Wow. Jede Minute? Jede Minute. Alter, okay, das ist. Ja, ne? Mehrere in der Sekunde. Wahrscheinlich lassen die einfach nur oder benutzen die als Luftballons. Der Pornofilm Frankenpenis handelt von einem Wesen, das wie Frankenstein aus verschiedenen Körperteilen erschaffen wurde. Oh. Alter, wird das so ein richtig kranker. So richtig krank, Alter. Ich hab noch was drin. Mit Scheiße und allem. Im Spanischen ist das Wort für Ehefrauen dasselbe wie für Handschellen. Las esposas. Ja, hast du mal ein paar Handschellen? Handschelle, ha. Der Samenkäfer besitzt einen mit Dornen besetzten Penis. Aber wofür wohl? Cool, ne? So einen dornbesetzten Penis. Boah, Alter, geil. Wetten, das sind so die Endgegner bei irgendeinem Mario haben das auch. Warum? So, Browsers Kinder. Bowser. Ja, bitte schön. Ich nenne den mal Browser, weil er ein Spasti ist. Mario ist geil. So, ich hab noch was. Die längsten Spermien im Tierreich hat die Fruchtfliege. Drosophila bifurca. Im ausgerollten Zustand werden sie bis zu 6 cm lang. Was? Was nochmal? 6 cm lange Spermien bei Fruchtfliegen, die längsten der Welt. LOL! Fruchtfliegen! Jetzt noch was, Fruchtfliegen sind scheiße. Bei Melonenquallen entscheidet die Eizelle selbst, von welchem Spermium sie befruchtet. Sie sich befruchten lässt. Oh, cool. Ja, du bist. Sie ist wieder so unnützes Wissen. Verheiratete Menschen sind im Durchschnitt dicker als unverheiratete. Boah, Alter. Da möchte ich auch wieder Prozentangaben wissen. Da. Auf 4,5 Millionen Schwangerschaften kommt eine Sechslingsgeburt. Das ist krass. Ja, du siehst aus mit deinem Helm wie Bob der Baumeister. Wie ein was? Wie Bob der Baumeister. So. 104 Mal pro Jahr hat der durchschnittliche Deutsche Sex. Wie oft pro Jahr? 104 Mal. Okay. Das ist über viel, ne? Fast jeder dritte Tag, fast.
Überleg mal, Julian. Warte, jeder Deutsche? Jeder Deutsche oder jeder Erwachsene Deutsche? Der Durchschnittliche. Ach so. Was ist wahr oder bar? Weil bei der Delfinart großer Tümmler kommt es gelegentlich zu Gruppenvergewaltigung einzelner Weibchen. Also dafür gibt's auch viele Videos nicht. Ach ja. Ah, das muss man. Alter. Unnützes Wissen ist schon so ein bisschen unnütz, ne? Oh lol, ich hab einen. Schnellspitzhacke. Nee, ist allgemein. Wie ich gesagt habe eben. Aber ich habe jetzt schon 2 oder 3 Etagen. Cool. 3. Warte. Habt ihr auch noch einen Balken? Warte. Alter, freiwilliges gegenseitiges Hintern versohlen bringt Paare aneinander wieder näher. Was? Wir sind so krank. What? Oh geil. Was? Das bringt einen wieder was? Was? Lukas Podolski ist der am häufigsten gesuchte Prominente bei Schwugel, einer Suchmaschine für Schwule. Alter, stell dir mal vor, wenn Schwule sich dann Bilder von dem angucken und dann... Männliche Schimpansen teilen ihr Futter gegen Sex mit weiblichen Schimpansen. Toll. Ach so sieht's aus. Die sind voll schlau. Ich glaube, ich würde das auch mit Donuts machen, wenn ein Zombie abgeklopft wird. Dann wäre Donuts die Währung. Boah, Alter, du. Und ich würde zu David gehen und die Donutmaschine nehmen. Nee, was, Problem bei dir wäre dann, statt dir irgendwas zu kaufen, was dich gegen Zombies rettet, würdest du einfach die Donuts aufessen. Das ist nicht gut, Lernhardt. Ich würde mir eine Armee aus Sexpuppen holen. Das ist wieder so ein Wissen. 2004 und 2005 war Barbie nicht mit Ken, sondern mit einem Surfer namens Blaine zusammen. Ah ja. Boah, Alter, das muss man wissen. Hast ein du schon Kondom die neuesten News gehört? Darf nach deutscher Industrienorm erst bei 18 Litern Füllmenge platzen. Oh. Ja. Muss so sein. Bei jedem Kuss werden rund 250 Bakterien ausgetauscht. Oh, wie romantisch. Okay, ich glaube, ich werde diese Aufnahme nicht mit Ende haben, werde ich übrigens. Paviane in Nigeria verhüten mit Pflanzen. Die weiblichen Tiere fressen die Früchte der Pflanze Vitex doniana, in der das Hormon Progesteron enthalten ist. Ja. In Kuba sind Geschlechtsumwandlungen kostenlos. Also Lennart, geh mal nach Kuba. Oder ich mach den Trick mit dem Tackern. Wenn ich eine Frau wäre. Nein, Lennart, das ist zu ekelhaft. Der Trick, erinnerst du dich noch, wo ich das erzählt habe? Ja, und ich habe keine Lust, mich daran zu erinnern. Soll ich das jetzt mal erzählen? Nein. Ein Piercing am Penis wird auch Prinz Albert genannt. Warum? Die eine Wanderratte kann sich bis zu 500 Mal in 6 Stunden paaren. Ich weiß. 500 Mal! Ja, ich weiß. Alter, trinkt die viel Milch. Stabheuschrecken haben bis zu 10 Wochen lang Sex. Boah, voll nicht lang. Nein. Am Stück oder was? Ja. Boah, nee, voll nicht lang. Verdursten die nicht oder sowas? Julian. 51% aller männlichen Briten geben an, sie hätten sexuelle Fantasien, in denen David Beckham vorkommt. Wie viel Prozent? 51. Oh, Alter! 51% der? Aller männlichen Briten. Lappen!
Ich sag ja, die Briten sind Gaylord, da gay. Ja, sorry, alle hier gegen die Briten, aber Alter, was? Jeder, also jeder zweite eigentlich was. Na, mehr sogar, ein bisschen. Hier, ja, schon wieder was. Fancy. Der Mann, der die englische Stimme von Mickey Mouse war, war mit der Frau verheiratet, die Minnie Mouse. Ich weiß, das wusste ich, Das ist ja allgemein Wissen hier. Ja, jede Frau von Tom Cruise war genau 11 Jahre jünger als ihre Vorgängerin. What? Okay. Soll mir jemand sagen, dass ich pädophil wäre? Das ist jetzt meine 7. Freundin. Was? Wahrscheinlich sieht es so ähnlich aus. Männer, die von der brasilianischen Wanderspinne gebissen werden, leiden stundenlang unter einer schmerzhaften Dauererektion. Julian, wusstest du, Franz Beckenbauer hat eine Tochter, die ist älter als seine Freundinnen, mit denen er immer verkehrt. Lol. Das ist schon wieder so eklig. Milbennachwuchs der Gattung Adactylidium und Acarophenax schlüpft bereits im Mutterleib. Die bis zu 15 Töchter und ein Sohn beginnen anschließend ihre Mutter von innen aufzufressen. Nach 2 Tagen kopuliert der männliche Nachkomme noch mit seinen Schwestern, bevor alle die Hülle der Mutter verlassen. Was? Bah! Inzest pur! Boah, Alter. Voll lustig. Ja, total. Am schlimmsten, Julian, erinnerst du dich noch an den Film mit den Tieren, die die Zunge ihres Wirts fressen und dann die ersetzt? Das war ekelhaft. Das wäre voll geil für so Zombies, dass Menschen über die Zunge dann gesteuert werden und dann Zombies sind. Es wäre eigentlich voll die relativ realistische Idee dafür. Und Julian, ich hatte immer die geile Idee, um Häuser zu bauen, ne? In Physik, dieses Teil, ne? Das so geschwenkt hat. Stell das mal riesig vor mit einem Haus. Wow. Das wäre voll geil. Dann wäre das, wir könnten das so schaukeln, wenn er das Strom drauf tut. Und es wird ja die ganze Zeit so bleiben. Vielleicht. Vielleicht. Wo war der Faden? Ja, ich hab den Faden bekommen. Ich hab den Faden verloren. Ich hab den Faden bekommen. Du hast nicht kapiert. Doch, ich hab den Faden schon. Ich hab das schon. Kapiert. So. Ach, David, der ist so ein Typ, da erinnert man sich immer, wie ich zusammen mit dem Kabel fahre. Immer. Weil wir haben ja schon bei mir diese im Innenhof der Burg so ein paar Löcher ausgehoben. Oh, eigentlich will ich alles aus. Ich habe hier noch ganz viele Bricks. Nee, ich glaube, die soll ich die Lennart bringen und dann gibt ihr mir dafür Kobbel? Hallo? Lennart? Lennart möchte Bricks gegen Kobbel tauschen? Lennart. Lennart ist gerade konzentriert, er kann nicht. Okay. Wenn ich jetzt mal hier wieder zurück. Lennart? Nein, ich tausche nicht. Warum nicht? Du kannst mich nicht überreden, sonst töte ich dich und fackel dein Haus. Nein, ich möchte doch nur Bricks geben, dann brauch halt Cobblestone. Sonst kann ich die Enderfarm nicht weiterbauen. Ja, dann komm und nimm dir Cobblestone. Okay, warte, ich komme. Und gib uns Bricks. Ja, ich hab 6 Bricks und 1 Stack Cleans. Warum hast du so viel Bricks? Weil wir hatten kein Cobble mehr und dann habe ich mir, weil ich trotzdem Baumaterial brauche, Bricks. Oh, du bist so ein Spaß, du hast nicht für Erde genommen. Weil ich keine Erde-Slabs machen kann. Oder Kies. Kies-Slabs kann ich auch nicht machen. Ach so. Und Kies fällt auch noch runter. Es fällt alles. Das müssen alles noch Slabs werden. Key Slabs, oh Gott. Das war lustig.
Das ist auch voll witzig, wenn es Kleber gäbe, mit dem man Blöcke aneinander kleben können, die normalerweise runterfallen. Sand, Kies. Das ist witzig. Es gibt auch nur Sand und Kies, was runterfällt. Und Amosse. Und Wasser und Lava. Das sind ja keine richtigen Blöcke in dem Sinne. Ja, eben. Und der rote Sand, nicht zu vergessen. Ja, ja, das ist voll wichtig. Au. Da hat der David einen Abgang gemacht. Das ist sehr gut, da müssen wir weniger abbauen. Batman! Wenn du runterfällst, musst du weniger abbauen. Nein, das unten eine fette Höhle ist. So. Wieso sind hier jetzt gerade keine Mobs? Ich glaube, ich guck gleich Robocop. Oh, hier ist Eisen. UFO-Porno. Lennart, hier ist Eisen. Du hast doch Eisen im Inventar, oder? Nee, hab ich nicht mehr. Achso, weil mein Inventar ist voll mit Spitzhacken. Ja, meinst du? Ach, deshalb sammle ich auch gerade keinen Cobblestone auf. Oh, ich gebe euch den Cobblestone gerne ab. Dafür gibst du uns dann? Bricks. Wo soll ich die Bricks hin tun? Hier in die Kiste hier unten. Nein, ich habe die Minecarts wieder da gelassen. Nein. Warum, Julian? Warum machst du das? Ja, Newporn. Ja. Nein, ach nein. Gott. Wo soll ich jetzt die Bricks tun? Hier unten in der Kiste. Wir haben hier unten eine Kiste. Okay. Ich komme. Ich wäre übrigens vorhin fast runtergefallen, wenn ich nicht diese schöne Strömung errannt hätte. Eine Frage, Lennart. Mhm. Machst die Seite aus Bricks, okay. Boah, wie ist das denn mit der Seite hier? Oh, ich wette, dass ich hier 5000 mal runterfallen werde. Nein. Welcher Seite? Hier, die Wand. Nein, die bleibt so. Okay. Darf ich mir mein Inventar voller Kuppel machen, oder darf ich nur so und so viel Kuppel nehmen? Nimm dir ein bisschen, aber nicht alles. Okay. Obwohl doch, nimm mal viel. Okay. Weil die Truhe ist ja eh bald wieder voll. Ja, richtig. Eben. Ich hab jetzt alles rausgenommen, was da war, und mein Inventar ist immer noch nicht voll. Habt ihr vielleicht noch was, was ihr loswerden wollt? Na stimmt, ja. Hier liegt doch noch überall was, guck doch. Oh, Julian. Okay. Hui! Oh, ich hab euch bei 3 Blöcken geholfen. War geil. Das war's, liegt noch mehr irgendwo? Okay, ist noch der Kiste. Da müsst du noch Koppel loswerden? Ich hab den ganzen Kobbel da reingetan. Okay. Grad. Da habe ich jetzt im Inventar voll außer 3 Stacks. Ich hoffe, das reicht. Boah, Hauptsache wir rennen momentan mit Gammelrüstung rum. Boah, brauchen wir halt wirklich Eisen. Ja. Ich hab Eisenrüstung gerade. Achso, ja. Alter! Warum sagt mir denn niemand, dass hier ein Zombie? Ich hab immer die beste Rüstung, ne? Ja, das stimmt. Ich habe noch 2 volle Dia-Rüstung oder 3. Ja, das ist, Mann, das ist voll unfair. Nö, ich habe mir die enchanted. Ja, okay, dann ist ich. Wir haben noch 3 Eisen. Ach, nö, 3. Wir haben noch voll viel in irgendwo in den Öfen und so. Und in den Chest. Wer hat denn Eisen genommen? Ach, da ist noch 14. Und wir haben noch eine Truhe hier. Ah. Boah, ich verschwinde. Ach Mann. Nervt jetzt ein bisschen. Das ist schon krass, wie weit es hier nachher runter geht, ne, David? Ich wette, dass ich im Laufe des Let's Plays mindestens 10 Mal runterfallen werde. Machst du eigentlich nur eine Brücke von deinem Turm in den Turm? Kommt man also nur von deinem Turm in den Turm her. Das wird richtig episch. Epischer Hafen. Enge Brücke oder was wird das für eine Brücke? Mal gucken. Vielleicht eine enge Brücke. Wahrscheinlich. Das soll ja cool aussehen. Mit so einer gerade Brücke. Obwohl gerade alle in dieser Dimension hier sind, leckt es aber. Also ist der auf 93% pure Auslastung. Ja, der ist scheiße. Nitrado generell ist eigentlich voll schlecht, ne? Das ist zwar der populärste, aber der ist irgendwie voll scheiße geworden. Früher war der besser.
Mist. Und das auch noch. Ist aber schon relativ tief. Relativ tief. Relativ tief. Relativ tief. Ich brauch 30 Leder. Oder haben wir noch Leder Du weißt, dass wir noch Leder in der Chest da haben, ne? Ja, okay. Dann habe ich nur ein paar. Also in der Chest da, wo man zum End kommt. Ich weiß, da haben wir auf jeden Fall noch Leder drin. Haben wir hier auch noch Leder? Nein, das ist alles Leder. Müsste schon ein paar Kühe töten. Habe ich schon gerade. Julian, hast du eigentlich den Timer gestartet? Natürlich. Oh. Ich folge nach dem Inno. Du bist voll gut. Ich dachte, du vergisst das immer. Nee, ich habe diese Aufnahme noch nicht einmal vergessen. Juhu. Und weißt noch, eine Folge Ticket, wo du voll verpennt hast, das Intro zu sagen. Ja. Herr Julian, es kann nicht sein, dass wir vor einem Jahr... Das war Adventure Map, was wir aufgenommen haben vor einem Jahr an dem Tag. Nee. Doch, bei Let's Play Minecraft kann das nicht Folge 50 gewesen sein, weil... Ja, ich weiß nicht, wie jetzt, genau es war. Weil das müsste ja 356 Folgen her sein. Wir sind ja noch nicht. Wir hatten 3 Wochen mindestens Pause insgesamt. Was? Ja, was laberst du? Minecraft. Ja, wir hatten doch immer Ausfall zwischendurch. Wegen Server und sonst was. Ja, aber überleg doch mal. Das kann nicht sein, dass es Folge 50 war oder so um den Dreh. Weil dann wären wir ja jetzt schon über Folge 400. Nein. Doch. 21 Folgen draufzeichnen haben wir 360. Doch, welche Folge sind hier? Wir haben 360 Folgen. Welche Folge ist das hier? Mit den 3 Wochen oder so. Das ist gerade keine Ahnung welche. Plus, wir hatten da ja auch noch auf Voraus aufgenommen. Sag mal ungefähr, welche das ist. Keine Ahnung, das müsste. 345 oder sowas sein. Was machen wir in Folge 400? Weiß ich noch nicht. Weil er hat das doch. Das passt schon. Ich weiß nur nicht, wann das war. Es kann auch relativ früh gewesen sein, bei Folge 30 oder sowas. Am Anfang hatten wir so viel auf Voraus aufgenommen. Es war auf jeden Fall letztes Mal. Aber am Anfang war es viel geiler. Da war es auch viel geiler. Also ist jetzt halt nicht scheiße, aber am Anfang hat es noch viel mehr. Am Anfang, die ersten 75 Folgen waren der Hammer. Da hat man sich so immer auf die Aufnahmen gefreut. Ja, jetzt ist das immer noch so, nicht mehr ganz so extrem. Genau. Eine neue Staffel würde auch nicht so viel Spaß machen wie ganz am Anfang. Ja, weil das würde mich auch ärgern, so viel Zeit wie ich schon investiert. Aber eigentlich dafür, dass wir 350 Folgen haben, finde ich, das, was wir geschafft haben, ist relativ viel. Eine Frage, Julian. Doch. Ja. Das ist viel. Kommt da denn überhaupt noch einer zu, weil du hast jetzt den 6-Slot-Server? Ja, der reicht ja für ein Jahr. Da kommt vielleicht noch einer zu, muss ich mal gucken. Wie Exo, einer dazu? Exo ist ja auch erst nach 100 Folgen gekommen. Ich habe jetzt 6 Slots, falls noch irgendwer kommt. Ja, zumindest Gäste mal, ne? Ja. Abonnenten Lust haben können, so ich kommen. Ja. Müssen sie nur schreiben, glaube ich, oder? Ja. Aber die kriegen dann keine OP oder so, damit die nicht Game Mode machen. Und wir müssen halt auch mal gucken, sonstiges, weil es kann ja auch manchmal zu Problemen führen, bla bla. Zum Beispiel muss man natürlich einen Premium-Account haben. Minecraft, also ganz normal Minecraft gekauft. Ist kein Premium-Account. Ich finde, ganz ehrlich, wenn man Minecraft das spielt, sollte man es gekauft haben. Ja, finde ich auch. Alle sagen mal Premium-Account jetzt, aber Premium, das ist kein Premium, das ist ein ganz normaler Account. Der ist einfach nur cracked. Das ist nicht Premium, sondern das ist normal. Ich finde das ganz ehrlich so dumm. Ja, weg. 20 Euro, ja, bitte schon 20 25 Euro. 25 oder 25? Ich bin gar nicht. Nein, glaube nicht. Was? Minecraft, ja. Minecraft hat am Anfang 7 Euro gekostet, ne? Ja, 7, dann 15 und dann 20. Ich hab's mir für 10 gekauft, weil es gab mal so einen Tag, freitags, da war das reduziert. Hast 10 Euro gekostet für 15. 20 Euro kostet das. Ah, okay. 19,95 Euro. Wusstest du, den Account habe ich noch gar nicht so lange, LK2000. Nein. Früher habe ich immer halt mit John gespielt. Ach ja, genau. Und dann hat mein Bruder mir den abgekauft und. Wie, dein Bruder hat dir den abgekauft? Ja. Das war ja mein Account. Also, du hattest den Account von. Ach so. Okay, dann mach ich ein bisschen.
Weil ich hatte den Account seit erst einem Jahr oder so. Den anderen hatte ich, also den, den mein Bruder jetzt benutzt, hat 2 Jahre oder 3. Warum hat er dir einen abgekauft? Und, also, weil, den weil er mir den Namen gegeben hat, den ich eigenen haben wollte. Und wir uns dann mehr oder weniger dann noch geteilt haben. Achso, okay. Alter, Lennel, guck mal, wie tief wir schon sind. Sehr tief hoch. Oh, da kommt ein Creeper, Mann. Oh, wir haben jetzt schon 10 Bücherregale hier, David. Ja. Hey, fehlen noch 5. Oh, wir sind ja noch 10 Zuckerrohr. Wo habe ich das Leder hingetan? Das Leder habe ich natürlich. Ja. Oh. Ich habe jetzt ganze 9 Level. Level. Julian, weißt du, was geil wäre? Wenn Bücher richtig Anime-Style, Anime-Style verfilmt werden würden. Achso, oh, das wäre geil. Weil überleg doch mal, das ist perfekt. Das ist nicht zu kindisch, weil es kein wirkliches Zeichentrick ist. Und trotzdem kann man da alles machen. So richtig harte Effekte kann man da reinpacken. Alter, Hilfe! Lol. Ich hatte es getötet, ne? Dieser eine scheiß Pfeil, ne? Was, du hast es getötet, da hat er sich noch getroffen? Ja. Oh, okay. Kann auch sein, dass du einen Block abgebaut hast und der Pfeil runtergefallen ist. Das kann passieren. Stimmt. Das kann sein. Ist aber nicht. Seid ihr nicht so sicher, David? Nein, wirklich nicht. Ich bin ja gebrannt. Das Skelett hat ja... Du hast gebrannt. Ja, halt's Maul. Fuck. Und ich bin genau in dieses eine Loch, breite Loch gefallen. Also ein Block. Loch? Ein Block, breite Loch. Guck mal, das jetzt ist. So. Ja. Oh, der ganze Stuff. Oh. Nein, scheiß Creeper, geh weg. Nein, nicht bei den Sachen. Nicht bei den Sachen. Lol. Ich habe keine gute Rüstung. Ja, hast du das schon angezogen, die Rüstung? Ja. Also hast du deine Sachen schon an? Ja. Okay, sonst wären die Sachen ja jetzt weg. Schlau. Okay. Wenigstens ist der Creeper jetzt weg. So. Wir haben einen Krieger verloren, aber auch einen Gegner. Das ist voll die positive Kadenz. Kadenz! Was laber ich? Was kommt da hinten auf dem Berg, wo der Schnee liegt? Positive Kadenz. Was? Was kommt da hinten auf den Berg, wo der Schnee liegt? Wir wollten da eigentlich so einen Hexenturm hinmachen. Okay. Das hatte ich auch eigentlich immer noch vor, irgendwann. Dann mach. Ja, noch nicht jetzt. Weil mach! Ich nicht, mach! Ich dachte, lernen wir den Bau. Mach! Wolltest du die nicht mal sogar bauen? Nein, okay. Ich meinte schon. Alter, ich meine, du hast mal gesagt, dass du so einen alten Magierturm oder so bauen wolltest da auf dem Berg. Kann sein. Er ist so. Richtig viele. Lol. Mein Schwert ist wieder da. Ja, aber die sind ja... Dann wären die ja schon gemacht wahrscheinlich und eingestürzt. Das sah ja nicht so gut aus. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss mich hochbauen. Ich hab Hunger. Oh, scheiß Creepermann. Scheiß Creepermann. Oh, Alter. Creepermann. Oder Julian mit dem Turm? Ja, schon, aber da müsste. Das ist lustig. Ja, aber die wären dann wahrscheinlich eingestürzt, schon alle. Ja, nicht so gut aus. Überleg mal, wer das hexet, wie viel wir gelootet hätten. Ich glaube, da hätten wir 10.000 mal so viel Stuff wie jetzt. Natürlich. Aber dann würden wir auch nicht so viel bauen wie jetzt, oder? Nee, wir würden auf keinen Fall eine Enderfarm bauen. Auf gar keinen Fall. Wer baut ein Hexe eine Enderfarm? Die braucht man nicht. Ne. Man kann Spawner mitnehmen, da braucht man keine Enderfarm. Cool, dann Enderfarm. Ja. Wurde doch auch gebaut im... Ja, aber nicht in Hexed. Hero? Ne, nicht in Hero. Ah doch, wurde gebaut, stimmt. Ah ja.
Aber wir machen ja gerade Werbung, aber. Alter, das sind vier Kameras. Werbung, das Projekt ist schon vor lange vorbei. Vetternwirtschaft. Was? Vetternwirtschaft. Das ist Vetternwirtschaft. Weiß nicht, was das ist. Vetternwirtschaft? Weiß echt nicht, hat was gepiept. Das ist. Ja, ich weiß. Ich habe es noch nie gewort, gewort das hört. Ich hab das Vetternwirtschaft, das ist so, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass Verwandte von einem irgendwie in der Politik oder so irgendwelche wichtigen Posten kriegen oder so. Oh, cool. Yay. Zum Beispiel Napoleon hat ja seinen Bruder, glaube ich, zum König von Spanien ernannt.